Also wir standen da in Höchst in der Fürstengasse, wo mir vor circa einem halben Jahr ist die Fertigstellung von dem Haus erfolgt. Die Bauzeit war von November bis Ende März. Eine Besonderheit an dem Haus, wie man sieht, ist der Turm. Die Besonderheit, es ist eine Holzriegelbauweise, ein Zimmermannshaus, also Holzmassivbauweise mit einer 12 cm Korkfassade. Da haben wir einen Dämmwert von 0,11, also das ist eigentlich Passivhausstandard mit Innendämmung von Steinwolle. Also besteht das Haus eigentlich nur aus einem Geschoss, also einem Bungalow, und vorne der Turm ist das einzige, wo zweigeschossig ist. Der komplette Innenausbau wird durch heimische Subunternehmer durchgeführt. Die Zimmer also besteht aus separaten Gästetrakt mit separaten Dusche plus Schlafzimmer und zusätzlich ist noch Technikraum plus Büro und ein Schlafzimmer, wo Richtung Pool ist und wo man eigentlich vom Schlafzimmer direkt ins Bad kommt und direkt nachher zum Pool kommt. Mir gefällt die Küche und das Wohnzimmer sehr gut, weil es sehr geräumig ist. Der Wintergarten gefällt mir auch sehr gut, weil wir haben sehr große, geräumige Fenster und die Wärme kommt schön rein. Ich habe einen sehr schönen Ausblick auf den Swimmingpool. Also wir haben uns für dieses Haus entschieden, weil die Handwerker, die hier gearbeitet haben, die sind alle aus dem Land. Dann ist natürlich die ganze Aufbauweise des Hauses, das heißt die Isolierungen und die Leimbinder, die die Wände verbinden und so weiter, das hat mich also schon sehr überzeugt und hat dann dazu beigetragen, dass wir uns im Endeffekt für das Haus entschieden haben. Das Haus ist sehr gut gelungen und es hat eine sehr gute Einteilung.